Salve, salve a tutti. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Dienstag. Wir haben 15:38 Uhr. Es liegt ein harter Tag hinter uns. Es war gestern noch härter, aber die Börse dreht sich immer weiter. In diesem kleinen Clip geht es um den Eurostoxx. Und vor euch liegt der Chart Eine Kerze, ein Tag. Ich habe jetzt immer eins gemacht. Ich habe immer eine Linie gezogen. Hier von Anfang bzw. von Ende Juni 2016 rüber. Ja, die trifft's. Ich hätte niemals auf diese Linie gehandelt. Es sind nur zwei Berührungspunkte. Mir ist die zu weich. Ich halte das eher für Zufall, dass es da getroffen hat. Also mein Ding ist es nicht. Aber ich wollte es Ihnen mal zeigen. Ich gehe mit Ihnen in den Monat. Ich möchte Ihnen einfach nochmal den Monat zeigen, wie das aussieht. Und das ist halt der Eurostoxx immer wieder der Bereich von 3.700, mal ein bisschen überboten hier in diesem Fall 3.864. Aber letztendlich, wir haben ein langgezogenes Dreifach-Top seit 2015. Das ist eins. Jetzt hat die Technik hier endlich mal richtig atmen können, ja, überall runter. Sei das über die traditionelle Sichtweise, sei es über die moderne, sei es über die Stochastik. Wir sind am unteren Band. Und auch hier kommt nochmal diese Linie rein. Deswegen habe ich sie gesehen. Auch hier, ich würde nicht danach handeln. Es sind zwei Berührungspunkte, ist nicht mein Ding, ist mir zu wenig, aber es gibt diese Liste, diese Linie. Und jetzt hat die drei Berührungspunkte. Das heißt, für die Zukunft hat die für mich wesentlich mehr Wichtigkeit. Gehen wir mal in die Woche rein, nur mal, um das zu vergleichen. So, das ist die Woche. Also, Stochastik tief, noch nicht bei den Hauch einer Stabilisierung. MACD tief, die Histogramme bauen sich auf traditionelle Sichtweise, moderne Sichtweise, alles negativ. Hier sind wir auch an dieser Linie nicht gemalt. Da wir sind unterhalb der 200-Wochen-Linie und die Bänder gehen nach wie vor auf, nach oben und nach unten. Das ist noch nicht wirklich vorbei. Also entlastend ist hier mal gar nichts, finde ich zumindest. Und jetzt schauen wir in den Tag. So, auch hier. Fangen wir mal hier mit der Stochastik, wenn man von unten an, ja, nach wie vor sehr, sehr schwach, und ich mache das mal weg, nach wie vor sehr, sehr schwach, ohne irgendeine echte Stabilisierung. Sie wissen, ich sage über 20, das kann noch ein paar Tage dauern. Wir haben hier heute eine sehr schöne Korrektur erstmal gehabt nach oben und dann sofort wieder abverkauft. Böse. Während ich jetzt mit Ihnen hier spreche, der DAX, der war fast 11.000, ist schon wieder 10.742. Ich war auch long, wie viele über Nacht. Und ich war feilfroh, als ich es heute weggekriegt habe. Aber das ist immer noch nicht vorbei. Da ist immer noch, das ist nicht sauber, der Freund. Egal welcher Markt, ob das Öl ist oder die Aktienmärkte, völlig egal. Hier geht es also runter. Wäre dieser Freund hier oben, wäre sogar ein Shootingstar. Die Bänder gehen weiterhin auf. Ich habe die Bänder im Eurostoxx noch nie so weit gesehen. Ja? Und da ist nichts. Das geht noch nicht mal in die Horizontale. Gleitendurchschnitte, alles negativ. Also ich rate hier nach wie vor zur Vorsicht. Das ist also nach wie vor nicht so, dass Sie sagen können, der Markt hat eine Entlastung erfahren. Ich möchte Ihnen trotzdem ein paar Scheine geben zum Spielen. Zum einen ist das hier ein Schein, das ist schon Hardcore. Also hier unten 2871, wenn der Markt gerade mal 200 Punkte höher ist, ja, kann man machen. Ich mache sowas, aber ich will hier nicht als derjenige gelten, der hier so die Hochprozente irgendwie an den Mann bringt. Ja. Gucken wir mal hier, was wir finden bei 2680 und leicht tiefer. Und heute muss ich mit Ihnen hier mal über das Tool gehen, über OnVista. Ja, ich habe also hier von Goldman Sachs mit der Basispreis 2675 den Open-End-Schein mit einem 9,17er Hebel. Das ist die Kennnummer CH05M6. Es gibt ja auch die CH05M7, der ist 5 Punkte tiefer bei 2670,88. Soweit zu den Calls. Ich gehe mal hier zurück. Ich möchte erst, dass der Markt sich hier noch so ein bisschen austobt. Das ist noch immer nicht fertig. Ich muss sogar damit rechnen, dass wir von dieser Bewegung hier noch ein neues Tief kriegen. Ich hoffe nur nicht, dass es nennenswert hier drunter geht. Gehen wir mal auf die Puts. Knockout Short. Einen Put suche ich für meinen Teil eher erstmal hier drüber. Über dieser Marke hier von 3.441.
Aber wir hatten hier eine Korrektur und die wurde sofort wieder abverkauft. Deswegen, wenn der Markt hier drüber geht, dann wird er insgesamt interessanter. 3.447. Und da bieten sich diese beiden hier an. 3.451 oder 56. Bleiben wir aber beim 51er. Das ist die CH05L8. Ebenfalls ein Open End. Oder der 3.456er halber. Das ist die CH05L7. Ebenfalls Open End, beide von Goldman Sachs. Ich würde den Markt einfach sich austoben lassen und dann mal schauen, was da passiert in 3, 4, 5 Handelstagen. Ich rechne nach wie vor damit, dass man diese Corona-Geschichte zumindest eine Lösung schnell hat. Wie die dann umgesetzt wird, also im Sinne von einem Medikament, wie die dann umgesetzt wird, muss man mal schauen. Also bleiben Sie klein. Und bitte nicht zu stolz sein. Wenn Sie hinten liegen, schließen Sie die Position ab. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.